Hallo Freunde, wir müssen zu Hans. Hans erwartet den Zug. Der Zug ist hier. Der Schaffner ist noch kaputt, hat keine Füße. Müssen Füße finden. Lasst uns ans Werk gehen. Haben wir hier wirklich alles untersucht beim letzten Mal? Beim letzten Mal haben wir nämlich Oskar getroffen. Oskar, den automatischen Zugführer mit einem Bewusstsein. Und er erzählte uns von einem Zug und wir haben erfahren, dass es um die Manufaktur der Anna Vorarlberg finanziell sehr, sehr schlecht stand und dass sie die letzten Entwürfe ihres Bruders kurz vor ihrem Tod hat umsetzen lassen, konnte sie jedoch nie vervollständigen durch ihr verfrühtes und sehr tragisches Ableben. Und wir gucken jetzt mal, dass wir vielleicht hier weiterkommen, indem wir den Zug oder den Schaffner fertigstellen. Vielleicht führt uns der Zug dorthin, wo Hans ist. Aber sie versprach ihm noch etwas mitzubringen und auch das müssen wir suchen. Das sind alles Dinge, da werden wir noch viel Zeit und Hirnschmalz hineinstecken müssen. Hier hoch kann ich nicht klettern, dann benutzen wir mal dieses Katapult. So, hier gibt es Knöpfe und Hebel. Zack, 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 zack. Eins ist rot. Warum ist eins rot? Das funktioniert wohl nicht. Okay. Okay. Ich bin verwirrt und bin mir sicher, dass es hierfür noch eine Anleitung geben wird. 1, 2, 3, 4. Das funktioniert wohl nicht. Hier muss was rein. Ah. Okay, die Lochkarte ist die Bauanleitung. Das funktioniert wohl nicht. Okay. Das funktioniert wohl. Auf jeden Fall muss die Lochkarte hier rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber was macht denn dieser Hebel da oben? Welche Farbe hat er denn? Mir gefällt ja immer dieses hier. So sind auch unsere Fußböden hier zu Hause in dieser Optik. So ein bisschen Holz, ne, dass man noch die Äste sieht ein wenig. Aber ich habe nicht so richtig den Plan, was ich hier machen soll. Von daher, das funktioniert. Vielleicht einfach mal so. Das funktioniert. So. Das funktioniert. Die 3 ist an. Was auch immer das bedeutet, dass die 3 an ist. Es schadet sicherlich nicht, dass wir das jetzt gemacht haben. Aber da müssen wir jetzt nochmal kurz uns ein bisschen umschauen, was das zu bedeuten hat. Ich habe es noch nicht ganz geblickt. Aber die Lochkarte ist schon mal drin. Was haben wir denn eigentlich noch? Achso, die Klangwalze. Hier hoch geht's nicht. Hier ist diese Maschinerie. Hier oben möchte sie auch nicht rennen. Aber das ist aus Gründen des Arbeitsschutzes auch vollständig okay, denke ich. So, geh mal die Treppe runter, Schätzchen. Wir haben ja draußen auch noch so viele Wege. Hier waren wir ja jetzt erstmal überall. Die Lochkarte habe ich. Ich habe die Maschinen angeschmissen. Aber wie bedient man dieses Ding? Aber das werden wir noch rausfinden. Wir gehen jetzt erstmal hier. Das ist das Rad, ne? Da haben wir es eingeschaltet. Da schaut mal. Ist es nicht wunderschön? Vorarlberg? Das ist eine geile Fabrik. Echt wirklich geil. Aber wir haben ja noch mehr Wege. Wir müssen uns erstmal ein bisschen umschauen. Apropos schauen, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, egal. Gehen wir erstmal im Uhrzeigersinn weiter. Was werden wir hier finden? Ich bin sehr neugierig. Aber es gibt sehr viele tote Räume. Die sind sehr, sehr schön gezeichnet. Also mir gefällt der Stil wirklich, wirklich gut. Aber sie sind wirklich einfach nur Durchgangsräume, wie es ausschaut. Und hier gibt es einen Hebel, den wir drücken werden. Natürlich. Tschüss. Ich vermute jetzt einfach mal, das war gut. Das ist jetzt nicht mehr. Okay, sie macht auch Dinge wirklich nur einmal, die sie nur einmal machen muss. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber das war auch wirklich das Einzige, was wir hier machen konnten. Ah, hier geht's noch weiter. Guck mal da. Aber den Eumel da können wir scheinbar nicht nehmen. Okay, sagen wir, es war gut.
Das hilft uns bestimmt dabei, Oskars Beine zu bauen. Wir wollen ja Oskar helfen. Oskar ist toll. Ich mag Oskar. Ich mag Automaten, die so lebensecht sind. So, nächster Weg, nächstes Glück. Was ist denn mit ihm hier? Ist das eine Statue von einem Vorarlberg-Ahnen? Aber natürlich eine mechanische Statue. Wie sollte es auch anders sein? Hier, ich weiß, wo wir jetzt hingehen. Das wird interessant, glaube ich. Das könnte höchst interessant werden. Es ist schön, mal wieder ein Point-and-Click-Adventure zu spielen, das ich noch gar nicht kenne. So viel zu entdecken, so viel Neues zu sehen. Valla di Lenne. Bahnhof. Jetzt habe ich es verraten. Also, was heißt verraten? Ich denke ja nur, dass es der Bahnhof ist. Ich weiß es ja nicht. Wir hören es jetzt hin. Ja, es ist der Bahnhof. Wieder mit sehr schöner Musik, die mich gleich wieder furchtbar erschrecken wird. So, hier, das dürfte der Zug sein. Oder ist das ein normaler Zug? Ist das der Vorarlbergsche Zug? Weil es ist ja hier auch der Bahnhof der Vorarlberg-Manufaktur, ne? Hier pfeift jemand. Warum? Wer pfeift da? Hallo? Okay, hier pfeift niemand mehr. Boah, ist das ein geiler Zug. Boah, ist das ein geiler Zug. Was ist das? Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Okay. Ja, da ist so ein kleines... Dieses Regal scheint... Ich habe im Moment keine Wertgegenstände. Vielleicht muss ich da welche reinlegen. Ja, ja. Seht ihr, das ist der Moment, wo ich mich immer erschrecke. Hier ist ein kleines Buch. Das schauen wir uns an. Ist kein Buch, oder? Was ist das? Dieses Regal scheint... Auch ein Regal. Okay. Also hier ist scheinbar ist das so eine Art zuginternes Museum vielleicht? Boah, gibt's hier viel zu erkunden. Verdammt nochmal. Larutan, Feuerbart, jetzt weiß ich, was du meintest. Dass die Linearität nachlassen wird. Jetzt gibt es viele Plätze zu untersuchen, was mir tatsächlich auch wirklich gut gefällt. Was mir nicht gut gefällt, ist, dass es hier nichts gibt, was ich tun kann. Aber egal, wir haben ja noch genug Orte zum Hingehen. Gucken wir der lieben Kate so lange auf den wackelnden Popo. So, wieder raus. Hier pfeift jemand. Wenn ich jetzt hier rausgehe, pfeift wieder jemand. Gehen wir mal hier raus. Nee, erst auf der anderen Seite fertig umgucken. Immer erst eine Sache fertig machen. Vielleicht hier in diesem Bahnhofshäuschen. Ja, sei vorsichtig, da ist ein Abstand zwischen Gleis und Eisenbahn. Hier kann ich... Doch, da kann ich reingehen. Gucken, ob hier jemand da ist. Dahin muss ich nicht. Okay, sie muss nicht dahin. Dann lassen wir es halt. Gehen wir mal hier oben lang. Wie sie gerade nach oben geguckt hat, bevor sie hochgeht. Das finde ich sehr schön. Sehr schönes Detail. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Hat es aber auch nach oben geguckt, wenn es nach unten geht. Das ist kein so schönes Detail. Aber naja. Hier können wir nicht rein. Schade, ich hätte gerne in die Lok geguckt. Ich nehme an, jetzt kommen wir wieder hier raus. Jawohl. Gehen wir... Ne, wir gehen erstmal durch den Zug durch jetzt. Wir können ja entweder oben über die Brücke gehen oder durch den Zug. Zack, vorsichtig. Jawohl, so ist gut. Immer schön den Handlauf benutzen. Wer pfeift denn da? Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ah, hier scheint jemand zu kehren. Das ist höchst interessant. Hier, das kann ich nicht nehmen. Ich kann sehr wenig nehmen, was mir im Moment aber auch noch recht gut gefällt. Weil je mehr man nehmen kann, desto mehr ist man auch verwirrt, wenn man etwas benutzen soll. Hier kann ich leider auch nicht rein. Oh. Komm, einfach mal Hebel drücken. Das machen wir doch so gerne. Was macht der? Gar nichts? Okay. Ah. Der zieht den Zug auf. Wie geil ist das denn? Kann ich das nehmen? Das sieht nämlich genauso aus. Wie das, was ich brauche für den für das Grab hinten, wisst ihr? Ich kann jetzt nur noch am Rad drehen. Aber kann nicht mehr den Hebel benutzen. Ich vermute mal, er zieht es jetzt dann wieder... Ja, ja, genau. Das ist jetzt nicht... Okay, ich habe den Zug aufgezogen.
Wie geil ist das denn? Super. So viele kleine hübsche Details in diesem Spiel. Ich mag das. Alles ausprobieren. Alles klicken. Hier ist er. Hallo? Warum kann ich mit dir denn nicht reden? Oh Manu. Ich dachte, ich könnte mit ihm reden. Ich laufe hier rum, drücke Hebel, aber ich kann nicht mit dem Putzmann reden. Das nervt. Nein, das nervt nicht, aber es ist schade. Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Okay. Ich frage mich, was wir eben damit ausgelöst haben, dass wir das... Er erklärt sehr schön. Du musst Häufchen machen und uns dann wegschippen, mein Freund. Hier gehen wir hoch. Diesmal gehen wir hier hoch. Okay, da kommen wir wieder da raus. Sehr gut. Okay, haben wir den Zug auch gesehen. Wunderschön. Oh, diese Musik immer. Warum macht es das? Kann ich jetzt da rein? Dahin muss sie nicht. Na, dann will ich sie nicht nötigen. So, gehen wir wieder raus aus dem Bahnhof und gehen den nächsten Weg. Und dann gehen wir mal in die Fabrik gucken, was das gemacht hat, dass ich da eben, was ich da eben reingefahren habe. Ah, ich habe eine Ahnung, eine grobe, was da passiert sein könnte. Halt, kann ich hier noch? Ne, kann ich nicht. Schade. Hätte mich gerne noch weiter im Bahnhof umgeschaut. So, gehen wir durch den toten Raum. Toter Raum deshalb, weil ich hier nichts machen kann. Wisst ihr ja. Sei denn, ich kann hier noch einen Vogel vom Baum schießen, aber das will ich ja gar nicht. Ich bin nämlich gut zu Vögeln. So, dieser Weg noch. Lecker Apfelschorle. Oh, noch ein weiterer mächtiger Fabrikkomplex mit noch einer Maschine. Da, Automat. Oh, da kann ich hingehen und da kann ich hingehen. Gehen wir erst ins Haus, bevor wir außen rumgehen. Diesmal machen wir es mal andersrum. 7, 8. 8 Stufen. Okay, schade, ist zu. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Okay. Geh da erstmal die Treppe runter, bevor du nachguckst, ob du vielleicht irgendwas hast, was dir hilft. Das ist ein bisschen nicht so schön, aber wir haben sowieso nur die Tonwalze. Klangwalze, Entschuldigung, Klangwalze. So, gehen wir mal hier gucken. Eine schicke Hecke. Aber nichts zum Mitnehmen. Was ist denn das? Boah, was ein Wow, what a Mansion. Was ist das? Oh, guck mal, da das Symbol. Ich bräuchte einen Wir brauchen so einen Kreuzschlüssel. Der ist hier auch wieder angebracht. Ja, dann könnte ich vielleicht über die Leiter ins Haus, aber ich brauche diesen Schlüssel. Warum ist auch extra für uns ein Fenster offen? Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Ich muss wieder anfangen, mir Reime auszudenken auf die Worte, die sie sagt. Ach du Scheiße, ein Labyrinth. Das kann ja spaßig werden. Labyrinth in Adventures. Oh, guten Tag. Bist du der Gärtner? Sie haben wirklich einen wunderschönen Garten. Cinderella, bist du's? Reden Sie mir nicht vom Garten. Seit mein Gärtnerautomat defekt ist, kann ich mich vor Unkraut nicht mehr retten. Wissen Sie eigentlich, was das für Arbeit macht? Man kommt zu nichts anderem. Aber es stimmt schon, in Valladilen verzichtet jeder nur ungern auf seine Automaten. Doch daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, wie es scheint. Okay, hier haben nicht die Roboter sämtliche Arbeit erledigt, sondern tatsächlich die Automaten. Auch mal was Neues. Yee, creepy. Aber zu tun gibt es hier scheinbar nicht viel und ich muss auch nicht durchs Labyrinth, zumindest nicht von hier. Mal gucken, was da so ist. Ja, jetzt geht's ins Labyrinth. Hier lang? Oh, was ist das? Der Schlüssel. Yay!
Fortschritt, Fortschritt, ich liebe Fortschritt. Guck da nochmal rein, ich war noch nicht fertig. Hier ist aber weiter nichts. Okay. Gehen wir zu dem Tor. Da. Jetzt, da will sie dann immer nicht so schnell, wenn es irgendetwas an... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Okay. Dann probieren wir den Schlüssel als erstes mal an dem Leiterding. Dann können wir nämlich ins Haus rein. Wir müssen alles erforschen. Ich will alles erforschen. Es ist so schön hier. So. Da gehen wir lang. Guckt euch diesen Garten an. Kracher. Die Landschaft. Französische Alpen vermute ich. Dahin. So. Da oben ist das Fenster offen. Ich hoffe, es sind nicht nur die Laden, die offen sind. So. Schlüssel. Und zack. Bei der Leiterhöhe muss das Ding enorm schwer sein hier unten, damit das so stabil stehen bleibt. Auf geht's, Kate. Sehr gut. Wir sind im Haus. Wunderbar. Wo wir schon überall eingebrochen sind in der kurzen Zeit. Aber wie gesagt, wir haben die Genehmigung des Notars. Notariell beglaubigter Einbruch. Gibt nichts Schöneres. Okay. Eine Glühbirne. Oh, da kommt jemand. Momo, bist du's? Mammut. Kannst du Mammut für Momo malen? Ach, du bist das, Momo. Du hast mich aber erschreckt. Hallo Momo, was machst du hier? Was willst du denn hier? Momo will ein Bild mit Mammut. Wie von Hans. Tut mir leid, aber ich habe kein Mammutbild bei mir. Du nimm Papier, Stift und mal ein Mammut für Momo. Na, du gibst so schnell wohl auch nicht nach. Okay, muss ich das jetzt malen? Immer ein bisschen mit ihm reden. Mal gucken, was du Momo sagt. Du doch an mich. Ich bin Kate. Du Mammut malen für Momo. Bitte. Du musst mich für ganz schön dreist halten, dass ich hier so ohne Erlaubnis bei fremden Leuten eindränge. Weißt du, in meiner Arbeit muss ich den Dingen manchmal ein wenig nachhelfen. Aber keine Angst. Ich bringe nichts durcheinander. Momo, keine Angst. Anna lieb, nie böse. Das ist sicher. Anna wird nie mehr böse werden. Ich glaube, das verstehst du falsch, Kate. Anna war nie böse. Das war, ich vermute, tatsächlich eine herzensgute Frau. Ich kann nicht zeichnen, Momo. Und schon gar keine Mammuts. Mammuts malen ganz einfach. Kann Hans, kann Anna, kann Kate auch. Na klar, male ich den Mammut. Ich könnte vielleicht eine Kiste mit einem Mammut drin malen. Nee, Momo will echtes Mammut. Du bist ein kleiner Dickkopf. Kiste mit Mammut drin. Also Momo ist vielleicht ein bisschen zurückgeblieben, aber nicht doof, Kate. Ich suche irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Ein Indiz. Etwas, was mich auf die Spur von Hans bringen könnte. Willst du mir nicht helfen? Du erst Mammut für Momo malen. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir dann auch? Momo weiß, dass Kate lieb ist. Kate malt Mammut für Momo. Dann Momo Kate sein Geheimnis sagen. Du kennst ein Geheimnis, Momo. Du erst Mammut für Momo malen. Ja, machen wir, Momo. Kein Problem. Weißt du, ob Anna und Hans oft hier hochkamen? Momo will Bild mit Mammut. Wie von Hans. Ich glaube, er will ein Bild von Mammut. Momo? Ich habe in der Fabrik einen merkwürdigen Typ getroffen, eine Art Roboter namens Oscar. Er hat mir etwas von einem Zug erzählt. Hat Anna dir gesagt, wo der Zug hinfahren sollte? Choo-choo! Zug! Choo-choo! Schon gut, Momo, schon gut. Vergiss den Zug. Okay, okay, okay. Und was wird jetzt ohne Anna aus dir? Momo jetzt groß. Andern wollen, dass Momo im Gasthof leben. Aber Momo nicht wollen. Momo kann allein um Momo kümmern. Davon bin ich überzeugt.
Du scheinst mir ganz schön pfiffig. Momo schafft das schon. Das muss ja ganz schön spannend sein, in einem Dorf voller Automaten zu leben. Automatenarbeit von Hans. Schwere Arbeit. Wenn Momo groß macht wie Hans. Automatenfreunde von Momo. Sag, Momo, bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Anna mag Momo. Anna mag Hans. Anna verreist. Ja, sehr weit weg, Momo. Du hast doch bei Anna Vorarlberg gelebt und kennst sicher all die kleinen Geheimnisse der Herstellung eines Automaten. Anna nicht wollen, dass Momo in Fabrik kommt. Okay, Momo. Ich muss jetzt gehen, Momo. Vielleicht bis später. Malen wir dir einen Mammut. Ich muss das wahrscheinlich irgendwie... Okay. Wir müssen irgendeinen Zeichentisch oder sowas finden, wo wir Momo einen Mammut malen können. Wir wollen Momo natürlich gerne einen Mammut malen. So, hier hinten war ich aber noch nicht ganz fertig. Ich wollte gerne den Hammer nehmen, kann ich aber nicht. Okay, der Trigger war wirklich nur, dass Momo hier auftaucht. Nö, ich kann hier nichts machen. Na gut, gehen wir weiter. Es gab hier noch ein paar Fleckchen. Wirklich nur da und hier vorne? Und ist das auch wieder ein toter Raum? Ja, na gut, gehen wir hier lang. So, Momo, warte hier. Hier ist ein Zeichentisch. Da hätten wir Zeug und Anna. Wie viel Lesen ist das? Das ist eine Let's Read-Folge, Freunde. Eine Let's Read-Folge, aber nicht jetzt. So, Zeichentisch. Zack. Nein, kann ich nicht benutzen. Schade. Momo will doch einen Mammut. Und ich will Momo den Wunsch doch erfüllen. Aber hier scheint es tatsächlich sonst weiter nichts zu geben. Wie Tintenfass. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich kann das Tintenfass... Kann ich denn Dinge nicht miteinander kombinieren? Dokumente. Annas Tagebuch, das haben wir jetzt mitgenommen, das ist gut. Annas Brief von den Notar. Entnehmen. Nee. Einsehen. Ist hier irgendwo ein Mammut? Wer auch immer das ist. Das werden wir alles erfahren, wenn ich es lese. Blumen. Aber kein Mammut. Okay. Alles klar. Liebe Freunde, die nächste Folge, das passt ja gerade ganz gut, die nächste Folge wird auf jeden Fall ein Let's Read zu Annas Tagebuch werden, damit wir ein bisschen mehr über die liebe Anna und Valadilen und die Maschinen und Hans erfahren, vielleicht sogar auch über Momo und das Mammut. Und bis dahin danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommi da. Ich freue mich über alles, was ihr mir hinterlasst. Und sage bis dahin, macht's gut, tschüss.